Hallo Leute, was geht ab? Schiefkrieger hier mit einem neuen. Warte, ein bisschen scharf. Okay, Unboxing. Ja, wir haben heute die Far Cry. Machen wir so. Cry Edition. Ja, wir gehen, wir sollten mal ein bisschen starten, ne? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe das durch die ganze Innenstadt getragen. Wir wollen ja an den Schatz, was innen drin sich verbirgt. Auf jeden Fall, Leute, wie soll ich sagen? Es ist nicht das einzige Unboxing. Es kommt noch die Hulkamania Edition. Ja, da, ihr wisst ja vielleicht, WWE-Fan bin ich ja. Und habe mir dann direkt auch die Edition bestellt. Ich habe alles an einem Tag gekriegt. Also, außer die Edition, die habe ich mir ja gekauft. Wie was andere bei GameStop ersteigert habe. Also nicht ersteigert, sondern bestellt habe. Man kriegt die ja sonst nicht. Ausverkauft überall jetzt. Ich habe ja schon mal drauf angesprochen, dass es diese Edition noch gibt. Auf jeden Fall wollt ihr nochmal drin kommen, zeige ich nochmal ganz schnell. Ich kann jetzt leider das Handy nicht quer machen, weil sonst proper komme ich mal einfach. Schön, ne? Ja, die Kameraqualität ist jetzt mit meiner, das jetzt ist HTC M8. Ich habe leider eine, ihr wisst ja, die Quali ist scheiße. Und deswegen wollen wir doch mal sofort beginnen, ne? Ich mache wie immer alles unten mit einer Hand. Die Hulkamania Edition geht einfach. Ich habe schon mal die Seiten aufgemacht. Also, wenn ihr wisst, was ich meine, weil. Geil. Okay, weg damit. Weg mit dem Dreck. Wie Commander Krieger sagen würde, weg mit dem Dreck. Okay. Das Spiel machen wir als letztes. Oh mein Gott, meine Katze ist hier. Ich fasse es nicht. Gerade rausgeschmissen. Far Cry 3. Ja, Far Cry 4. Okay, gut. Ich beginne, glaube ich, mal mit dem. Ah, komm, wir beginnen mit dem Propagandaposter. Propaganda. Propaganda. Es hat zwei Seiten. Einmal Far Cry 4. Dieses Messer kennen wir ja schon. Und natürlich No Golden Paid. Pagan me, aber Savir. Ha. Das Poster ist eigentlich cool gemacht, wenn man es so bedenkt. Außer dass der Asiate da drauf nicht so komisch anguckt. Wenn man so bedenkt, gehe ich nach einer bestimmten Reihenfolge. Ich werde heute vielleicht Far Cry noch mal zocken. Aber sonst, Katze verschwinde. Und sonst werde ich WWE zocken. Weil ich darauf schon sehr lange warte, wie ihr eventuell wisst, wurde es verschoben. Und das fand ich nicht schön. Das war so für so einen WWE-Fan, ne, ist das scheiße. Aber dafür hat es mir mehr Zeit gegeben, mir die Edition zu bestellen. Sie ist. Ich will, glaube ich, jetzt noch nichts dazu sagen, aber nicht schlecht, wenn man so sagen darf. Nicht schlecht. Ich wollte auch mal noch dieses Unboxing machen. Gucken, was drin steht. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Leere Seiten. Okay. Okay, ich dachte, da steht irgendwas drin. Hier, du scheiß Miezekatze. Ihr seht den nochmal hier. Boah, das ist miese Quali, Alter. Ich frage mich, warum das so eine schlechte Quali ist. Bündelversion, okay, ich kann es nicht verkaufen. Da will ich eigentlich auch nicht. Far Cry 4, toll. Ich brauche auch keine DLCs für den Mist. Ihr wisst ja, man kann den Season Pass kaufen und ich bin nicht der Fan des Season Passes von Far Cry. Vielleicht eventuell später. Vielleicht später sogar. Ja. Okay, diese Edition ist verdammt riesig, das kann ich sagen. Das ist unsere Karte. Ich drehe es nochmal. Unsere Karte. Ey, du Stück Scheiße. Geh von meinem. Oh mein Gott. Knabbert der mal mein Leder an. Sorry. Ja, das waren meine Beine. Auf jeden Fall, das ist die Karte. Ich glaube, ich nehme nicht auf 1080p auf. Ich schätze es, aber egal. Das seht ihr bei WWE ja. Okay, das ist die Karte. Verdammt. Lokations, okay. Radio Tower, Outpost, Fortress, Important Location. Oh, verdammt.
Und dann noch die, ich schließe jetzt nicht alles vor, weil ja, das ist so eine schlechte Quali. Tut mir leid, Leute. Ich könnte jetzt. Ach, verschwinde doch mal, du miese Katze. Das nervt doch mies. Immer, ich habe den gerade erst rausgeschmissen. Der kam einfach wieder. Also. Cool. Cried. Cryart oder Cree Crack. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was wie es wirklich heißt. Weil, weil das ist, wisst, die Statue kommt zuletzt. Die kommt wirklich zuletzt. Das ist das Spiel. PS4 Limited Edition Bündelversion nicht zum Einzelkauf. Schlüssel zu Cryart. Spiele im Koop-Modus mit einem Freund, der das Spiel nicht besitzt. Vielleicht habt ihr das Spiel ja oder nicht. Könnte man ja eventuell zocken. Ich bin nicht abgeneigt, Codes zu geben. Da ich also schon einen Code hatte. Also, ich habe mal gefragt, wenn ich noch einen Code kriege. Oh mein Gott. Ihr habt es gesehen. Was ist das? Okay, das werde ich einfach einlösen. Dann gibt mir keiner von euch auf den Sack. Der Season Pass. Natürlich schön, wenn man sich die Edition kauft, dass man keinen Season Pass mitkriegt. Was es ist. Das finde ich mal sehr. Nein. Okay. Ist mal sehr bedürftig angerichtet. Bei WWE werdet ihr keine Codes sehen. Ne? Also, dass ihr es wisst, dass ihr euch auch nicht fragt, gehen die Codes? Die Codes werden aktiviert. Die werden aktiviert. Auf jeden Fall ab 18, PEGI 18. Je nachdem, wie ihr es veranschaulichen wollt. Alles ist verwendet. Das. Aha. Meine Freunde. Meine Freunde. Wenn ihr mal fragt, wie ich es mache, ich bin auf dem Teppich drauf. Hier, das ist der Sitz von ihm. Und das Geile dran ist, das konnte man auch auf der Gamescom. Ihr wisst ja, ich war auf der Gamescom. Nächstes Jahr werde ich richtige Videos machen, auch mit einer richtigen Kamera. Ich besitze eine Kamera, aber ich mache damit keine Videos, weil es sehr anstrengend ist. Auf jeden Fall, ihr seht es jetzt nicht gut wegen dieser scheiß Kamera. Auf jeden Fall, man kann es hier hinten aufmachen, ist ein Geheimfach. Und da drinnen ist gar nichts, das ist es. Außer noch das eventuell, wenn es jemanden interessiert. Da ist auch nichts, aber. Das interessieren die meisten ja, was unten auch noch ist. Das ist Punk, keine Ahnung. Ich sag einfach mal Punker. Das war die Collectors Edition, meine Freunde. Ich muss nochmal sorry sagen wegen der Qualität, ne? Das stört mich jetzt auch ein bisschen, aber egal. Das war euer Schiefkrieger. Das war das Unboxing von der Cryat Edition. Collectors Edition besser gesagt. Und das war euer Schiefkrieger und ich bin hier raus. Ciao, Leute.